Hallo zusammen, heute geht's drum, wir haben diese Batterien, das ist eine 100 Amperestunden Batterie oder 1280 Wattstunden. Was ist da der Unterschied zwischen Wattstunden und Amperestunden? Das will ich euch an solchen Biskuits der Schweizer Armee erklären. Strom könnt ihr nicht anfassen und könnt ihr, viele Leute begreifen das ist nicht. Bei den Frauen sagen sie, da verstehe ich nicht. Bei den Männern, die sagen nichts und verstehen es auch nicht. Diese Batterie ist in dieser Box drin. Aus diesem Grund nehme ich jetzt diese Batteriebox und nehme mal das Teil weg, das ist schwer. Und diese Biskuits, ich habe noch mehr, da ist jetzt keine Batterie drin, sondern da sind solche Biskuits drin. Und zwar sind da 100 Ampere drin, 100 Pakete, ich habe hier noch ganz eine Menge, 12 Biskuits, das heißt, ich habe 12 Watt, also 1 Ampere mal Volt mal Ampere gibt Watt. Wenn ich 1 Volt habe, mal 1 Ampere gibt 1 Watt. Aber da ich in dieser Batterie 12,8 Volt habe, wir rechnen jetzt mit 12 Volt, dann habe ich immer 12 mal 1 Volt gibt dann 12 Wattstunden. Aus diesem Grund ist die Batterie statt 100 Ampere hat sie 1200 Wattstunden. Das sagt euch immer noch nichts. Das heißt, ich habe diese 12 Biskuits, die habe ich hier drin und jetzt kommt es darauf an, was habe ich für einen Verbrauch. Ich habe zum Beispiel diesen LED-Scheinwerfer. Der braucht 48 Watt pro Stunde. Wenn ich also den eine Stunde laufen lasse, brauche ich 48 solcher Biskuits. Oder einfach gerechnet, ich brauche 1, 2, 3, 4 Pakete, weil da hat es je 12 Biskuits drin. Das brauche ich für diesen Scheinwerfer. Das brauche ich in der Stunde. In 2 Stunden brauche ich dann logischerweise doppelt so viel. Das heißt, wenn ich diesen Scheinwerfer 2 Stunden angeschlossen habe, brauche ich diese 4 Pakete, 8 Pakete, a 12 Stück, sind dann sage und schreibe 96 Wattstunden, weil ich habe 96 Biskuits da drin. Ich habe hier in dieser Batterie, die ich vorher gezeigt habe, habe ich 100 solcher Pakete drin. Jetzt nehme ich solch eine Kühlbox hier. Die braucht bei 5 Grad, 25 Grad außen, braucht die 1, 2, 5, 5,4 Watt, also ist ein halbes. Jetzt ist ja so, dass ich von dieser Box ein Kabel habe in diese Batterie hier, in diese Kühlbox. Und ich nehme jetzt nicht 5,4 Watt raus, sondern 6 Watt, weil
Auf der Leitung habe ich einen Verlust. Diesen Verlust habe ich bei dünnen Kabeln. Wenn ich jetzt hier 1 Volt Verlust habe, dann sind das 10% und 10% von 5,4 Watt sind sage und schreibe, also die 10% von den 12 Volt, hier habe ich 12 Volt, hier habe ich nur noch 11 Volt, weil ein dünnes Kabel verlegt ist, habe ich 10% Verlust fast. Dann braucht die Box immer noch diese Biscuits, aber hier nehme ich 10% mehr raus, also den bisschen Verlust, was jetzt halt weg ist. Ich brauche hier also 6 Biscuits in der Stunde. Das ist ein Nominalwert. Der Anschlusswert dieser Box ist 70 Watt. 70 Watt braucht sie spitze, wenn es extrem warm ist. Aber nominal brauche ich diese 6 Biscuits hier rein. In 2 Stunden brauche ich ein Paket und im Tag 24 Stunden a 6 Biscuits oder ein halbes Paket brauche ich hier sage und schreibe 12 Pakete. Das ist die Energie, die ich brauche für diese Kühlbox. Also 5,6 Watt in der Stunde oder 12 Amperestunden im Tag. Also ihr seht jetzt, ich habe aus dieser Batterie den Verbraucher rausgenommen und den Verbraucher. Und jetzt kommt der nächste Verbraucher, das ist so ein Wechselrichter. Der braucht 1500 Watt Spitze, wenn ich den betreibe an dieser Batteriebox. Oder hier integriert. Nur, jetzt muss ich euch enttäuschen und sagen, ich habe hier keine 1500 Biscuits drin, weil ich habe ja hier für einen LED-Scheinwerfer 2 Stunden und für diese Kühlbox für einen Tag, da habe ich schon ziemlich Biscuits verbraucht. Also ich kann den hier nicht eine Stunde betreiben. Ich will den Wechselrichter ja vielleicht gar nicht eine Stunde betreiben, sondern was will ich mit dem Wechselrichter machen? Ich will mit dem Wechselrichter einen Kaffee rauslassen. Ihr seht andere Videos von mir, da geht es über Kaffee machen mit einer Nespresso-Maschine, mit so einem Wechselrichter oder dem Wechselrichter, der hier integriert ist. Dann brauche ich für einen Kaffee, ich muss die Maschine vorheizen und dann lasse ich einen Kaffee raus. Fürs Vorheizen brauche ich 1 Amperestunde oder 12 Watt. Und für den Kaffee brauche ich sagen und schreibe nochmals 2. Und jetzt bin ich aber zu zweit. Dann brauche ich für den zweiten Kaffee, weil ich die Maschine nicht vorwärmen will, brauche ich nochmals 2 Ampere, nicht 3, weil ich die Maschine nicht vorwärmen muss. Und dann muss ich den Wechselrichter wieder ausmachen, weil der Wechselrichter, der braucht ein halbes Ampere pro Stunde Eigenbedarf. Das heißt, wenn ich den immer laufen lasse, braucht der noch 12 Ampere pro Stunde, pro Tag zusätzlich. Also das heißt, der Wechselrichter braucht gleich viel Strom, wenn ich nichts daran angeschlossen habe, wie diese Kühlbox. Auch 12 Amperestunden oder eben 12 mal 12 Biscuits. Also 12 Schachtel, 12 Biscuits, sind dann 140 Wattstunden. So kann ich jetzt zig Verbraucher nehmen und dann hier rausnehmen. Ich habe noch ein paar hier drin, aber wir nehmen die auf der Seite. Hier haben wir ein paar Biscuits, aber das sind Armeebestände aus der Schweiz Armee, die sind noch nicht abgelaufen, die sind 10 Jahre gültig.
ich habe jetzt zum Beispiel diese Box und hier sind diese 100 Pakete drin. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt schon ein paar rausgenommen über den Wechselrichter, über den Kühlschrank, über den LED-Scheinwerfer, den bringe ich auch wieder. Und jetzt muss ich ja den Strom oder die Energie wieder hier reinkriegen. Da gibt es zum Beispiel, das ist jetzt ausgelegt für diese Box, das ist ein kleines Schwebelader, mit dem Teil kriege ich 1 Ampere pro Stunde rein. Das heißt, ein Paket kriege ich hier in die Box rein. Wenn ich natürlich 100 Ampere, also 100 solcher Pakete oder 12 Watt, 12 Biskuits hier reinschiebe, muss ich 100 Stunden laden. Das sind dann etwa 4 Tage. Wenn ihr die Box nur am Wochenende braucht, Dachzelt-Camper, pack am Wochenende, Freitag alles ein, habe meine Kühlbox, das reicht, habe eine Kaffeemaschine für den Wechselrichter, habe auch ein Licht. Sonntagabend komme ich wieder nach Hause, stecke das Ding an, dann kann ich mit dem laden. Kein Problem. Ich habe hier ein 20 Ampere Stunden Ladegerät. 20 Ampere. Das bringt dann 20 Ampere in der Stunde. Was heißt das 20 Ampere? 20 Ampere sind 20 solcher Pakete, die ich dann, Moment, das hatte ich schon, 1 und dann bringe ich nochmals 20 Pakete dazu in der Stunde. Das heißt, ich kann hier 20 Ampere in der Stunde hier reinmachen. Wenn ich hier die ganze Batterie leer habe, brauche ich 5 Stunden, um hier mit 20 Ampere pro Stunde das wieder zu füllen. Jetzt gehen wir in die nächste Richtung. Ich habe hier ein Solarpanel. Das Teil hat 130 Watt Peak. Was heißt das? 130 Watt Peak sind 130 solcher Biskis, bringt diese Zelle nie. Das heißt, theoretisch rechtwinkliger Sonneneinstrahlung bei normaler Temperatur, wenn es nicht warm wird und die Sonne scheint, ist ein theoretischer Wert, aber man kann davon ausgehen, dass im Sommer etwa 4-mal die 130 Watt pro Tag reinkommen. Also statt 130 Watt haben wir, und jetzt geht das mit dem Rechnen los, ich hätte besser ein 120 Watt Panel genommen, 130 Watt durch 12, dann bringt das Spitze bis zu 10 Watt Ampere theoretisch. Das heißt, 10 Ampere bringt 120 Watt. Das ist das, was das Panel theoretisch reinbekommt in die Batterie pro Stunde. Wir rechnen im Sommer mit, im Sommerhalbjahr mit 4-mal dieser Leistung hier, also 10 Pakete, die wir hier reinkriegen. Es kann im Sommer bis zum 8- oder 10-fachen sein, bei optimaler Ausrichtung und so weiter. Das heißt, ich brauche mit dem Panel hier, um diese Batterie hier mit 100 Ampere Stunden voll zu kriegen, brauche ich 2 Tage, dann ist die wieder voll. Und dann kann ich 5 Tage damit die Kühlbox betreiben. Also das heißt, wenn ihr jetzt einen Schreppergarten habt, ihr habt so eine Kiste,
Ich habe nicht unbedingt einen LED-Scheinwerfer, aber was in die Richtung, vielleicht draußen auf dem Sitzplatz, in der Größe, wie ich hier liegen habe. Ihr habt eine Kühlbox und ihr wollt wieder mal einen Kaffee rauslassen. Mit diesem Panel eine Nespresso-Kaffeemaschine, Wechselrichter ist hier oben drin. Dann reicht das für einen durchschnittlichen Betrieb, was so in einem Schreppergarten, Gartenhäuschen oder auch in der Alphütte anfällt. Ich hoffe, euch das mit dem Biskuit und den Energie ein bisschen erklärt zu haben, weil es kommen noch andere Sachen dazu. Wenn ich natürlich von diesem Panel die Energie hier runter leite über einen Solarregler, der hat Verlust. Die Batterie hat Verlust. Ich habe immer Verlust, auch beim Entladen der Batterie. Wir haben immer wieder einen Verlust. Das heißt, dass ich hier reinmache, kommt nie mehr wieder raus. Und hier habe ich diese Biskuits, Ägypten Sport. Die sind jetzt ein paar Mal runtergefahren. 3 Biskuits in einer Minute essen. Ich krieg's nicht hin. Die sind so trocken, aber das ist so. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich verlinke euch hier oben ein Video von der Kaffeemaschine, wo ich beschrieben habe. Hier unten ein Video von dieser Box und hier über diese Batterie-Box. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.